So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem Infovideo aus Altkirch im Elsass. Und mit dabei ist der liebe Yoda. Grüß dich. Grüß dich. Ja, wo sind wir hier? Ist ja völlig klar. Wir sind am Weinberg beim Hotel. Wir haben eben gerade hier schon genascht heimlich. Nein, haben wir natürlich nicht. Ich natürlich nicht. Ich bin ganz sicher. Vor allem genascht, da liegen Weintrauben, seht ihr, soweit ist es schon, Orangen drauf. Ja, also wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein Infovideo, zeigen euch, was so neu ist. Denn ja, wir mussten die neue Version dieser Map natürlich erstmal ein bisschen anpassen. Ja, ihr wisst, bei uns ist das alles etwas anders. Und das Tollste für mich jedenfalls, und ich glaube, der Yoda freut sich darüber auch, ist, dass der Weinberg hier eine Funktion bekommen hat. Na ja, ganz sicher, ist das super. Das freut uns wirklich. Wir haben auch schon geguckt, ob wir eine Sämaschine haben, die den Wein auch einbringen kann. Und ja, haben wir. So ein Pech. Cool, nein, ja. Na, super. Das muss man natürlich gucken. Ich habe, siehst du, das haben wir noch gar nicht geguckt, was hier, ob hier auch gepflügt werden muss. Das könnte man ja mal machen. Muss gepflügt werden. Wo sind wir denn hier? Ja, ist alles rot hier ringsrum. Also müssen wir hier denn auch mit dem Flug erstmal drüber jagen. Oh, da brauchen wir aber einen guten Traktor. Also das heißt, ich muss mit mir hinkommen, ne? Na klar. Tja, wie willst du denn das hier machen? Kannst du nicht bergauf flügen? Das kannst du immer nur in eine Richtung flügen hier. Alter Verwalter. Probieren vielleicht. Vielleicht klappt das. Das mal ausprobieren. So steil ist du aber wieder nicht. Naja, wir werden das sehen. Nee, also ich finde es gut. Wir hatten das ja in einem Video mal gesagt, dass wir das ein bisschen schade finden, dass das hier so ungenutzt ist, weil es hier halt auch schon so stand. Ja, das ist ja jetzt nicht neu hier, das war ja vorher auch schon. Aber jetzt ist es halt nutzbar und das finden wir klasse. Also ich finde es gut. Ja, das bringt uns ja dann. Ja. Das bringt uns ja dann zum nächsten. Siehst du, jetzt ist unser Dings hier, warte mal. Das muss ich mal anders einstellen. Bei unserem Feld 45, ja, da müssen wir zum Intermarché, ja. Da wieder durchflitzen. Hichten wir wieder einmal ringsrum. Da ist nämlich die Weinkellerei, weil der Wein muss ja auch irgendwo verbraucht werden, ja. Also verarbeitet, verbraucht. Naja, ich verbrauche den auch beim Essen, so ist es ja nicht. So. Oh, hier mit Motorsäge zur Weinkellerei. Yoda kommt nicht mit, okay. Ich bin schon da. Was? So schnell. Ja, das ist die Weinkellerei. Direkt neben unserem Monsterfeld. Was jetzt mittlerweile, ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich vom Rotkohl befreit ist. Wobei, das ist ja eine Sonderfolge. Also in der nächsten Folge ist da noch Rotkohl. Ja, also was brauchen wir hier? Was haben wir festgestellt? Wasser, ja. Weintrauben, also da kommt der Wein raus. Wo bist du denn? Na, da, gleich beim Eingang. Da. Ach, da ist er. Da kommt der Wein dann raus, der fertige. Wahrscheinlich auch mit der Plane, mit der irgendwie komischen. Ja, also wieder mit dem Hänger hierher. Also. Schauen wir mal, ja genau, das heißt ein Triggerverbot, genauso wie bei den anderen Produktionen. Was war das? Das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Paletten war viel schöner zum Anschauen, aber okay. Naja gut, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, weil, naja, ich habe ja so schon manchmal Performance-Probleme. Ich glaube, dann wäre ich hier hoffnungslos verloren auf der Map, wenn hier überall Paletten rumstehen. Ja gut, dann kommen hier die Weinträubchen rein. Jupp. So. Da irgendwo das Gläschen von Zucker. Genau. Der Zucker. Das kommt jetzt auf Feld 45, was ja gar nicht klein ist. Jetzt kommen Zuckerrüben drauf als nächstes. Genau. Das wird lustig, die Ernten. Das wird eine Lebensaufgabe wahrscheinlich. Ja. Also wie gesagt. Die Isa machen. Die Isa stellt einen Helfer ein, das kannst du aber glauben. Sowas wie von. Wie dir. Ja, also ihr das werdet. Das Restbestände von Rotkohl, schon. Ja, ein bisschen steht da noch. Ne, ist ja nicht schlimm. Ihr werdet in den nächsten zwei Videos, also Dienstag, Mittwoch, werdet dann noch sehen, dass hier Rotkohl steht. Aber wie gesagt, das ist hier ein zusätzliches Video. Also nicht wundern, dass das jetzt hier anders aussieht, ja? Ja, wie gesagt, Lebensaufgabe wird es sein, Zuckerrüben.
Weil wir natürlich dann mal einen Abstecher zur Zuckerfabrik gemacht haben und geguckt haben, was brauchen wir denn für Zucker? Natürlich Zuckerrüben, versteht sich von selbst. Und lebensmüde, wie wir sind, natürlich Feld 45, wie soll das anders sein? Ob wir nur Rotkohl ernten oder Zuckerrüben, das spielt doch keine Rolle. Normal kann jeder. Ja, na gut, da brauchen wir, glaube ich, eine ganze Weile keine Zuckerrüben mehr machen. Na, sicher nicht. Wir werden auch bis alles nennt sind wahrscheinlich nicht. Keine Zuckerrüben mehr. Wir werden bestimmt 20 Folgen nur Zuckerrüben ernten. Wahrscheinlich. Ja, wie geht's denn jetzt hier weiter? Ich habe mir einen schlauen Zettel aufgeschrieben. Im Lagerhaus wurde für den Wein auch ein extra Platz eingerichtet. Da muss man mal gucken, wo ist denn das Lagerhaus? Das war doch gar nicht so weit weg. Da können wir schnell hinflitzen. Machen wir hier mal mit unserer schönen Kettensäge auf zum Lagerhaus. Njeng. Überholt, überholt. So, und da sind wir auch schon. Flupp. Dazu gibt es denn im Übrigen am wahrscheinlich Donnerstag ein Tutorial zum Lagerhaus, weil wir da ja drauf angesprochen wurden und das machen wir natürlich, haben wir euch versprochen, wird auch gemacht. So, hier der Wein gleich ganz vorne beim Bier. Nicht schlecht, Herr Specht. Also das könnt ihr hier einlagern. Der Yoda ist natürlich schon drin. Hm? Nee, ich bin nicht drin. Ich bin gerade nicht hin. Ich bin zwingend befreundet. Ich bin nicht, auf Gottes Willen. Auf der anderen Seite der Mauer. Guck mal, da läuft er hinter der Mauer. Gleich Schaubogen. Links, links, links. Zack. Oh, du bist aber heute sportlich. Yep. Ja, ja. So, warte mal. Das ist das Bier. Das ist der Zucker, ja? Da ist der Zucker. Aber der Wein, wo ist der Wein? Wo ist the Wein? Was denn schon? Rot, Bier, Rum. Die Fässer standen ja vorher auch schon. Naja, jedenfalls können wir hier Wein einlagern. Vielleicht kommt das ja denn, wenn man es denn eingelagert hat, dass sich das denn erst bildet. Wer weiß das schon so genau. Aber Zucker ist ja, gut, das war ja vorher schon, ja. Da, die Weinfässer. Das kann nur der Wein sein. Aber die standen vorher auch schon. Die standen vorher auch schon. Naja, gut, also hier im Lagerhaus, ja, ihr könnt hier rein, ihr müsst hier sogar rein, sonst geht hier mal gar nichts. Können wir denn den Wein auch zwischenlagern, wenn der Preis mal wie immer natürlich im Keller sein sollte, ne? So, dann gucken wir mal auf unseren schlauen Zettel. Ja, genau, das ist ja doch richtig. Genau. Dann gucken wir mal zum Hof, würde ich sagen, ne? Weil dann gucken wir gleich mal, ob die Industrieanzeigen tatsächlich angepasst wurden. Fangen wir erstmal hier an. W wie Wein. Kommt das hin? Nö. Wo ist denn der Wein? Wo ist er denn? Woodmaster. Sägerei. Wer sieht denn den Wein? Aber eigentlich. Aber guck mal, hier bei dem Dings ist es auch nicht drin. Bei der Kohlestromversorgung. Und für den Wein brauchten wir doch Strom, oder nicht? Oder war es beim Zucker? Beim Zuckerbox Kohle, ja. Brauchen wir beim Wein auch? Aber trotzdem müsste. Also der Wein steht hier. Direkt unter der Kohle steht Weinkellerei. Also brauchen wir da keine Kohle. Naja, auch gut. Das ist doch perfekt. Also Wasser, Weintrauben, Zucker und dann haben wir schmackhaften Wein. Ach, das wird schön. Suchen wir uns wieder ein lauschiges Plätzchen. Und dann können die Sommer. Ich bin ja zu Alkoholiker, weil das ist das hier. Ich habe gesagt, ein Gläschen. Also Gläschen, du. Nicht ein Fässchen. So, was haben wir denn noch? Dann zählen wir einfach mal so ein bisschen Sachen auf, die wir jetzt hier nicht unbedingt zeigen brauchen. Denke ich mal, also neue Silagebunker an der großen BGA. Dann haben wir Durchfahrsilos am Hof und der mittleren BGA sind überarbeitet worden. Ich denke mal, die haben etwas geleckt. So. Ja, Wein und Weintrauben wurden ganz normal als Verkaufsgut bei den gängigen Verkäufen mit eingefügt. Ist auch nicht, also das seht ihr auch selber. Ja. Denn, was ganz Tolles, muss ich mal sagen, ist
Der Verkehr. Den haben wir schon sehr genau unter die Lupe genommen. Wollen wir da mal hinflitzen? Komm, wir legen wieder den Verkehrsalarm wie vorhin. So, laufen einfach mal hoch, weil ihr seht schon hier neue Autos, ne? Sind ein bisschen schneller. Wir werden es im Alt. Und was haben wir da? Ampeln sind verbaut. Genau. Das finde ich total cool. Also das gefällt mir gut. Ja. Überall da, wo keine Kreisel sind, stehen an diesen richtigen Kreuzungen Ampeln. Ne? Und funktionieren aber. Genau, guck mal, hier drüben steht schon einer. Ne? Der wartet darauf, dass der endlich grün bekommt. Und da warten wir mal, wo der hinfährt. So, der biegt jetzt hier bestimmt ab. Natürlich nicht. Das ist falsche Richtung. Mann, ich fasse es ja nicht. Wo kommt denn hier mein Auto? Kommt hier mein Auto? Bitte, danke. Sind gerade die zwei Autos auf der ganzen Map hier gerade durchgefahren. Ich hab's verpennt. Oh, war ja. Wir bräuchten mal ein Auto. Hallo? 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 Da kommt der Zahner. Da! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Halt ihn auf! Hey! Hast du das jetzt gesehen? Bist du des Wahnsinns? Siehst du, du warst zu schnell. Seht ihr, also der hält tatsächlich an. Ja? Also sonst war es ja doch eigentlich... Also ja, nur bei der ist er mir da gleich einen Haufen geführt. Ja, ja, der, ja, ja. Brav, netter Mann, sehr netter Mann. Ja, super. Ja, also... Leute. Der hält tatsächlich an. Komplett andere Autos auch, ne? Vorher waren die ja doch eher moderner, jetzt sind sie doch ein bisschen retro, ne? Find's schneller sind es meiner Meinung nach als ja. Mit der anderen Verkehr. Genau, da steht auch drin, dass das also komplett anderer KI-Verkehr und schneller und halt das mit den Ampeln. Und das, finde ich, macht die Sache hier doch noch deutlich lebendiger, wenn hier mal so ein bisschen Verkehrsregeln eingehalten werden. Ja, ich gehe schon weg. Vielen Dank. Zack, seht ihr, und schon fährt er weiter. Funktioniert. Der hat sein Auto nicht zugelassen. Sollen wir das jetzt petzen? Geht ja. Isa, sollen wir so petzen? Das darf man nicht. Na gut, der hat ja angehalten, ja? Er hat mich ja nicht über den Haufen gefahren. Ja. Wir haben zwar über den Haufen geführt, aber ist ja wurscht. Das ist überhaupt nicht witzig. So, ich gucke mal auf mein Zettelchen, dann haben wir eigentlich die Sachen, die für uns wichtig sind, erledigt, bis auf eins. Und da müssen wir mal zum Hof zurück. Wie? Bleibst du jetzt noch stehen? Jetzt wird's spannend. Ah, siehst du? Traut sich ja doch nicht. Sehr schön. Gut, dann komm mit ab zum Hof. Jetzt gucken wir uns mal das mit dem Wasser an. Denn das ist etwas... Ja, genau. Genau, da habe ich einen Yoda gefragt, weißt du, was das ist? Nö. Also es ist für uns... Ja, ich meine, wir konnten... Das haben wir doch schon gehabt. Eben. Bei jeder Tränke, bei den Tieren, ist das jetzt da. Genau, so jetzt laufe ich mal wieder auf Normalgeschwindigkeit. Ja. Oh, guck mal, die knutschen gerade. Sehr schön. Wer, wo? Ja, die Kühe. Hey, was macht ihr da? Geht ihr weiter? Aber schnell. Ah, geht ja. So, was können wir denn hier machen? Ach, na, gucke an. Och. Na, das ist aber echt lässig. Okay, gibt's ja das? Ich also brauch... das, ja. Das ist mal cool. Richtig geil gemacht. Liebe Mutter, das ist wirklich cool. Also das ist echt. Absolut. Das ist gut. Richtig ein doller Daumen hoch. Aber Doppeldaumen. Das ist geil. Da spart man sich schon einmal hin und her gekurve, ja. Ich find's gut. Das schaffe ich ja schon, wird es ja sein, nimm mir mal. Bestimmt, ja. Also ihr seht, wir sind hier gerade wie kleine Kinder, ja. Jäger. Ja, guck. Ja. Das ist ja cool. Ja, schon das einmal. Also bitte, das ist doch... Also, sehr schön. Ah, ich bin ganz hin und weg. Guck mal. Ja, das ist mal so ein technisches Kleinkrams, was wirklich Laune macht, ja? Dass man nicht nur einfach mit einem Fass hier ranfährt, auffüllt, sondern wirklich mal so ein bisschen Spielerei hat. Können wir unser Wasserfass noch verkaufen? Brauchen wir gar nicht mehr. Ja. Nein, natürlich nicht. Brauchen wir für die anderen Produktionen, aber. Techfarm. Ja, dass du schon nichts mehr brauchst, das finde ich gut. Ja. Ja, das ist ja hier Techfarm, das sind doch die mit dem Farming-Tablet, ne? Ich glaube, ja. Mhm. Cool. Also Jungs, das habt ihr cool gemacht, echt. Echt cool. Richtig. Gut. Genau, ich find's auch genial.
Siehst du mal, gut, dass wir uns das doch noch angeguckt haben. Die, auf die Ideen, was da bekommen wir, das ist ja echt, das fasziniert mich. Klasse. Sehr, sehr schön. Ja, ihr Süßen, mit dieser schönen kleinen Nettigkeit müssen wir eigentlich schon mal sagen, dass die Sachen, die jetzt geändert wurden, uns persönlich bis zum jetzigen Punkt sehr, sehr gut gefallen. Mit dem Update der Map können wir nur sagen, bis jetzt läuft die Map bei uns deutlich flüssiger als die alte Version. Stimmt, ja. Ob das an der Map liegt oder an der neuen Curseplay-Version, die wir zufällig auch gleichzeitig mit aufgespielt haben, wissen wir nicht, aber ich vermute mal echt, dass es an der Map Ich liegt, ne? vermute schon, das hat schon was zu tun damit. Weil es steht ja drunter noch, dass diverse Kleinigkeiten noch geändert wurden. Vielleicht hat sich ja da irgendwas widersprochen. Also, zur Version 2.0 können wir nur sagen, gefällt uns, oder? Oh ja, Doppeldaumen hoch, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da bin ich ja gespannt, ob es noch mehr Versionen gibt. Wer weiß, was noch kommt. Irgendwann kommt denn da aus der Decke so ein Rohr und dann fühlt sich hier alles automatisch. Siehst du, das Was wäre doch machen wir jetzt mal. danach? Dann gehen wir jetzt mal in den Ruhestand oder was? Naja, Was machen wir? wir haben ja dann 20 Felder, die geerntet werden müssen. Ja, was denn? Was wollten wir uns noch kaufen? Feld 61, glaube Was Nein. fehlt 61? Ganz unten rechts. Im Südosten, besser gesagt. Da gehen wir dann die Kündigung weg, gell? Na, um Gottes Willen, also noch so ein riesen Fass, genau. Siehst du, das Wasser bringt mich hier ganz aus dem Konzept. Noch so ein Riesending braucht man tatsächlich nicht. Also, denn Schaut auf lieber. 45 Grad, da werden wir uns schon die Zähne auspressen, bis 10. Das ist mir riesig. Also da Zuckerrüben ernten, das wird wirklich eine Strafarbeit, ist das. Auf jeden Fall. Naja, das wird bestimmt über mehrere Tage gehen. Ja, ganz sicher. Na gut, ihr Süßen, ich würde sagen, wir beenden unsere, ja, kleine Infofolge an dieser Stelle. Oh, wir haben schwebende Schafe. Wie geil. Da ist gerade ein Schaf reingekommen und gesch hat geschwebt. Naja, nein, ich habe mir das nicht Na, schon wieder, angewöhnt. ja? Ja? Ja, okay, jetzt haben wir Schwebeschafe wegen Wasserausleitung, seht ihr? Das bekommt ihr nicht. Eigenartig. Ja. Also öfter mal. Na gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und hoffen, dass es euch ein bisschen gefallen hat, dass ihr auch so viel Spaß hattet wie wir und freuen uns, wenn ihr in einer der nächsten Folgen wieder mit am Start seid und sagen bis dahin Tschüss. Tschüss, bitte ich.